Rebecca Hausmann und Manfred Schwarz gehen weiter ihren krummen Geschäften nach. Doch Hausmann hat Angst davor, dass sie auffliegen könnten. Denn sie besorgt gefälschte Studienbescheinigungen für Mädchen aus dem Ostblock. Diese bekommen so eine Aufenthaltsgenehmigung und können für einen Hungerlohn bei Manfred Schwarz arbeiten. Felicitas, Hendrik und Jan fahren derweil zu dem Computerprofi, der die verschlüsselte und defekte Datei von Ilkas Computer wiederherstellen konnte. Bei dieser Datei handelt es sich um dasselbe Video, das auch Jan auf seinem Handy hat. Nur ist es ein wenig länger. Als sie es sich anschauen, bemerken sie eine Stimme, die im Hintergrund zu hören ist. Ein neues Leben fängt an, denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lange dauern kann, alles ist möglich. Lieben im ersten Semester, Liebe ist, was ich wirklich brauche. Lieben im ersten Semester, Lieben kann es wirklich sein. Lieben, die erste, die wahre Liebe. Du, Thomas? Kannst du das Video nochmal abspielen? Klar. Hier, das meine ich. Diese komische Stimme da im Hintergrund. Ja, da ist doch irgendwas. Thomas, kannst du das nicht lauter machen? Klar, warte. Ich kann ja mal was versuchen. Also, ich muss nur die ganzen hochfrequenten Töne wegdrehen und die tiefen Töne dann verstärken. Ah. Besser, aber verstehen kann man immer noch nichts. Sag mal, kann man da mit dem Rauschen nicht noch irgendwas machen? Ich schau mal. Das Programm hat da irgendwo so einen Rauscher. Moment. So. Radio 92.3. Ja, es muss ja passieren. Unser großes Gewinnspiel. Wer spricht da? Das hört sich an wie Radio. Ja, klar, das ist Radio 92.3. Das ist ein kleiner Kölner Radiosender. Aber wo kommt das her? Bei Ilka muss irgendwo das Radio gelaufen sein. Irgendwo in ihrer Nähe. Vielleicht ein Radiowecker an ihrem Bett. Oder im Nebenzimmer. Ist doch egal. Besonders wichtig war unsere Entdeckung wohl nicht. Naja, ich meine, immerhin können wir jetzt sagen, dass das Handyvideo in Köln oder zumindest irgendwo im Sendegebiet dieses Radiosenders gemacht wurde. Und das ist auch noch nicht alles. Wir können jetzt auch sagen, wann das Video gemacht wurde. Wie das denn? Na, habt ihr nicht hingehört? Der Moderator hat gesagt, dass gerade erst vor 5 Minuten jemand das große Gewinnspiel geknackt hat. Horst. Und das Gewinnspiel hieß... Wer spricht da? Genau, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Das hieß, wer spricht da? Das war vor einem halben Jahr. Da war ganz Köln zuplakatiert mit dieser Aktion. Frei nach dem Motto, gewinnen Sie 25.000 Euro, wenn Sie uns jetzt anrufen und sagen, welcher Prominente hier zu hören ist. Irgendwie so war das. Na bitte. Und jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wann dieser Horst das Geld gewonnen hat. Und wir wissen, wann das Video gemacht wurde. Ja, aber was haben wir davon? Eins nach dem anderen, Hendrik. Eins nach dem anderen. So, durfte ich der jungen Frau schon was bringen? Sie dürfen, Sie schleichen ja sowieso schon die letzten Minuten um mich rum. Nur damit Sie es wissen, ich warte nicht. Ich bin nur ein wenig zu früh. Aber natürlich. Also, ich nehme Champagne. Nein, bringen Sie mir erstmal ein Mineralwasser mit Zitrone, bitte. Kommt sofort. Oh Mann, wo bleibt der nur? Schon eine Viertelstunde zu spät. Was denkt er, wer er ist? Ilka. Es tut mir so leid, dass ich Sie habe warten lassen, aber es kam mir da ein wichtiger Termin dazwischen. Es gibt Handys. Sie haben eins, ich habe eins. Aber gut, im Übrigen, ich habe gar nicht gewartet. Ich bin auch eben erst gekommen. So, das Mineralwasser für die Dame. Ich hatte kein Mineralwasser bestellt. Aber Sie haben doch eben gerade noch gesagt... Weg damit und bringen Sie uns Champagner. Eine Flasche. Sie haben doch nichts dagegen, Herr Schwarz? Natürlich nicht. Ich denke, das ist angemessen. Sie haben es gehört. Die Dame möchte Champagner.
Ja, ich hoffe, es bleibt dabei. So, Ilka. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, das hängt von Ihnen ab, wie lange ich bleibe. Also kommen wir direkt zur Sache. Haben Sie sich's überlegt? Ich fasse nochmal zusammen. Ich werde in Ihrem Escort-Service mitarbeiten, werde die Mädchen ein bisschen motivieren, mich ein bisschen einschmeicheln, auf nette Schwester machen und dann herausfinden, welche der Mädchen nicht das gesamte eingenommene Geld an Sie aushändigt. Ist das soweit richtig? Was für ein kluges Kind Sie sind, Ilka. Lassen Sie den Scheiß, sonst können Sie sich gleich eine andere suchen. Bitte entschuldigen Sie, aber man kann eben aus seiner Haut nicht raus. Ja, der Champagner. Also, Ilka von Schönleben. Auf gute Zusammenarbeit. Kommt drauf an, was dabei rausspringt. Nun, ich dachte da an 5000 Euro monatlich. Brutto, versteht sich. Netto und ich bin Ihr Mädchen. Ilka, Ilka, Ihnen kann man aber auch keinen Wunsch abschlagen. Also, willkommen beim Escort Service Schwarz, der Begleitagentur für den betuchten Mann von Welt. Prost. Enchanté. Radio Köln 92.3 Empfang, Laras. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Felicitas Reinke. Ich habe mal eine Frage. Ja? Also, es geht um so ein Gewinnspiel, das Sie mal hatten. Wer spricht da, hieß das. Das ist leider schon vorbei, aber Sie können sich für die lustigen Tierstimmen bewerben. Nein, nein, ich weiß, dass das schon vorbei ist. Deswegen rufe ich ja an. Ja, aber wie gesagt, Sie können sich dafür jetzt nicht mehr bewerben. Aber wenn Sie wissen, welches Tier Quiek macht, dann kann ich Sie zum Hörertelefon durchstellen und dann... Nein, nein, jetzt warten Sie doch mal. Ich will mich nicht bewerben. Ich wollte nur was fragen. Ach so, na warum sagen Sie das denn nicht gleich? Also, das Gewinnspiel, wer spricht da? Ja, ich weiß, dass es vorbei ist. Ich wollte nur fragen... Da hat doch ein Mann die 25.000 Euro gewonnen. Der hieß Horst. Darüber darf ich keine Auskunft geben. Solche Daten sind streng vertraulich. Ich will doch gar nicht wissen, wer das war. Ich will nur wissen, wann das war. Ja, wie, wann das war? Na, wann hat der Horst die 25.000 Euro gewonnen? Oh Gott, ich glaube, das war irgendwann am Morgen. Ja, am Morgen, morgen, in der Morgensendung war's. Ja, aber wissen Sie auch, an welchem Tag? Soweit ich mich erinnere, war das Freitag. Bitte, ich bräuchte es ein bisschen genauer. Können Sie nicht noch mal nachgucken? Einen Augenblick, bitte. Hören Sie? Ja? Also, die 25.000 Euro wurden gewonnen am Freitag, den 27. Januar. Um 7.40 Uhr ganz genau. 27. Januar. Danke, haben Sie vielen Dank. Gern geschehen. Wollen Sie sich dann nun noch bewerben? Hä? Bewerben? Wofür? Na, für die lustigen Tierstimmen. Sie müssen nur Ihren Tipp abgeben und raten, welches Tier Quiek macht. Okay, na dann schreiben Sie mal meinen Tipp auf. Ich sag Katze. Katze. Ist notiert. Dann bräuchte ich bitte noch Ihre Daten. Oder ich könnte Sie auch gleich ans Hörer... Oh Mann. Und was ist nun? Also, der Tag, an dem der Gewinn rausging, das war ein Freitag im Januar. Der 27., um ganz genau zu sein. Genau an diesem Tag und um diese Zeit muss das Handyvideo aufgenommen worden sein. Okay, Herr Keller, dann lassen Sie mal Ihre grauen Zellen rattern. Wo waren Sie am Freitag, den 27. Januar? Um 7.40 Uhr. Was kann ich Ihnen sagen? Ich war im Bett und habe geschlafen. Allein? Oh Mann, Sie wissen schon, dass das ein ziemlich dünnes Alibi ist. Henrik, natürlich weiß ich das. Ich unterrichte Jura. Also, zumindest habe ich das mal. Aber... Woher wussten Sie denn eben so genau, dass Sie da noch im Bett lagen? Ich meine, Sie haben ja nicht mal in Ihren Kalender geguckt. Ich weiß das so genau, weil ich im Urlaub immer ausschlafe. Und in der Regel niemals vor 10 Uhr aufstehe. Urlaub? Wie Urlaub? Ja, ich war bei meinen Eltern. Und die leben in Barcelona. Das ist ja großartig! Hey, wow, das ist es! Das heißt ja, Sie können gar nicht der Mann auf dem Video sein, denn Sie waren zu der fraglichen Zeit gar nicht in Köln. Sie waren ja nicht mal in Deutschland. Das ist doch der Beweis dafür, dass Ilka dieses Video mit irgendeinem anderen aufgenommen haben muss. Ja, und Ihren Namen ruft, damit... Damit es so aussieht, als würde ich Ilka schlagen oder sogar vergewaltigen. Aber das ist doch super! Leute, ich weiß schon lange, dass das Video eine Fälschung ist. Denn ich hab's ja schließlich nicht getan. Ja, aber jetzt können Sie es auch beweisen. Mensch, Herr Keller, und da sitzen Sie noch so still rum? Wir müssten eigentlich einen Sekt aufmachen und feiern. Das sehe ich auch so. Mensch, was ist denn mit Ihnen? Ja, Moment. Die Sache hat einen kleinen Haken. Also, woher sagten Sie, hatten Sie das Video nochmal?
Ach, was spielt denn das jetzt noch für eine Rolle? Felicitas, Ihre detektivische Begabung in allen Ehren. Und ich finde das ja auch klasse, dass Sie sich so ins Zeug legen. Aber wenn es hier irgendwie nicht mit rechtmäßigen Dingen zugeht, dann... Also, wie sind Sie an das Video gekommen? Ich will die Wahrheit hören. Ein neues Leben fängt an. Denke immer daran, wer du wirklich bist. Es gibt Schwarz oder Weiß, Feuer und Eis und du mittendrin. Auch wenn es lange ist.